Ach, immer springt er gleich ins Menü. Und da wollte ich eigentlich so ein schönes Bild machen. Ist ja egal, auf jeden Fall begrüße ich euch wieder mal recht herzlich zurück. Scarlet Nexus ist das Motto. Wie gesagt, wir haben ja in der letzten Folge schon nicht so eine spektakuläre Folge gehabt. Aber ey, das wird sicherlich auch noch interessanter werden. Ich denke, ich kann mal wissen, wie das. Ach, auf den Michel hier. Ja, frei, also das mit ihrer Technik. Die Pyrokinese, die ist ja schon mal richtig nice. Also die ist ja schon mal ganz geil. Kopf auf den Wand. Ja, mit aufladen ist halt nicht so. Ist noch was Schönes hier hinten? Mitnehmen, wenn es leichtes Chili ist. Natürlich, seht ihr? Leichtes Chili. Leichtes Chili. So, jetzt schauen wir mal weiter. Wo müssen wir lang? Ich nehme mal stark an. Ja, geradeaus, ne? Ja, hast du ein ganzes Auto auf dem Wand? Ich weiß nicht, ob das so geil ist. Die machen schon ganz gut Spaß, also das ist schon ganz nice. Da hätten wir sie alle, yes, da hätten wir sie alle. Ich sehe da den gelben Balken. Wenn der nämlich leer ist. Ich
Wenn der nämlich leer ist, können wir solche Spezialangriffe machen. Und wenn der Antrieb voll ist, was ja passiert ist, dann machen wir mehr Schaden wie jetzt gerade. Setzt die Kapuze auf und sind auch wesentlich schneller. Ja. So sehen wir aus, wenn der Antrieb an ist. Den seht ihr ganz unten von euch, müsste das links neben mir sein. So, jetzt Öl verschmiert. Der macht definitiv mehr Schaden. Scheiß Rüstung muss von ihm kaputt. Genau das. Dein Angriff. Yes. Sehr schön. Junge, wir müssen hier weiter. Die können wir auf jeden Fall mal speichern. Phase 1 wird überschrieben. Wir schreiben auch gleich einen anderen Spielstand. Aber ich stehe auch so ein bisschen auf dieser neues Produkt erhalten. Oh, okay. Waffenset Stern. Oh. Ja, es gab ja irgendwie eine Deluxe Edition, die hier rausgekommen ist. Und da ich ja beim Kauf die große mir ausgesucht habe, werde ich das wahrscheinlich jetzt alles mitbekommen haben. Müssen wir dann mal schauen, wie man das reinnehmen. Wenn du im Laden Geldbörse auswählst, kannst du die Datenobjekte gegen diverse Objekte eintauschen. Manche Gegenstände sind nur über die Tauschbörse erhältlich. Es gibt zwei Arten von Datenobjekten. Andere Daten erhältst du hauptsächlich nach dem Sieg über andere. Umweltdaten erhältst du an besonderen Positionen. Alle leichte Skill. Wie alle leichte 30%. Eine Familienpackung. Ja. Um ein Objekt auf deiner Wunschliste zu setzen, bewege den Cursor auf der Umtauschseite des Ladens über das Objekt und drücke RS, heißt einen rechten Stick rein. Du kannst bis zu 10 Objekte hinzufügen. Wenn du die für deinen Umtausch erfolgreichen Objekt erhältst, wirst du benachrichtigt. Okay, naja, gut. So, verkaufen? Nö. Verkaufen, sondern erkaufen. Gut, ist immer blank. So. Ist aber auch nicht schlimm. Viel eher möchte ich jetzt gerne mal wissen. Meine Objekte, die ich ja bekommen habe, es ist halt erstmal, ich muss erstmal ein bisschen reinkommen, ne? Ausrüstung. Ja, so, dann zeig mir mal. Ja, aber hallo, das ist ja wesentlich. Angriff 27, 34. Oh, das ist ja auch nice. Knochenmesser. Ja, wie ihr seht es halt gerade blöd. Ansichtsmodus. Da.
Ist geil, ist geil, auf jeden Fall. Muss erst mal gucken, welches nehmen müssen. Das ist natürlich auch mega. Ist natürlich schön, dass wir jetzt auch mal. Das gefällt mir. Die Bälle. Oh, jetzt gefällt mir ganz gut, doch. Plug-in Gesundheitsschub. Yep. Plug-in 2. Okay. Haben wir für sie noch was? Nein. Und für ihn? Nein. Ist das nicht weiter schlimm, aber wir. Das ist gut. Ach, das gefällt mir ganz gut, das Messer, muss ich sagen. Ja, doch. Was haben wir denn eigentlich noch? Das ist unser Standardmesser. Die Libelle. Noch ein Fresser. Poseidon-Töter. Wow. Letzter Schlag. Nein, die Libelle ist geil. Das gefällt mir gerade sehr, dass wir. Oh, wir haben noch andere Sachen. Oh, oh, da muss ich nochmal Ausrüstung. Kostüm. Da haben wir nichts. Macht das irgendwas? In der Nähe der. Steht für. Was? Für starke Gefühle, die ein Feuer in der Seele entfachen. Die werden so nichts machen. Die werden halt optisch schön sein, nehme ich an. Du hast jetzt halt zwei Anhänger ausgerüstet, die nicht gemeinsam ausgerüstet sein sollten. Nein, Anhänger ändern? Nein. Ja, soll er halt bekommen. Mein Gott. Sie hat ja Feuer, ne? Genau. Na gut. Na gut, na gut. Machen wir es mal weiter. Leichtes Gelee-Zähnerpack. Und hier mal leichtes Gelee. Leichtes Gelee. Oh. Hey, hey. Leichtes Gelee im Einzelpack. Ist mir richtig, ja, ne? Ja. Yes! Perfekt! Komm schon! Yes! Das hat ja super geil funktioniert sogar. Telekinese ist das schon ganz nice. Wo müssen wir lang? Wir müssen eigentlich da hoch, aber da unten gibt es noch was zu holen. Hier wird alles abgekrabbelt, was wir finden. Wie jetzt? Okay. Nicht für uns. Ich will mal den linken Stick reindrücken, wo man läuft zum Sprinten, aber hier ist ja B drücken. Kreuzung. Ja, das ist schon geiler. Wenn wir so ein paar schöne Kämpfe dabei haben, das ist schon wesentlich geiler. つぐみちゃん、せっかく俺カッコつけたのに。よっ。
Ich wollte gerade ausweichen. Na du. Bats. Und gleich nochmal. Zack. Noch ein neues, komm, Feuer frei. Jawohl. Ist denn deine blöde Rüstung jetzt mal rum? Jetzt. Jetzt mach ich meine Lampe hier selbstständig. Sehr schön. Ist schwierig da zu lesen, unten links in der Ecke, wenn man hier mitten in dem Kampf steckt. Wieder speichern. Puh. Eigentlich, aber wenn so kurz hintereinander gespeichert wird, ist meist kein gutes Zeichen. Ich lasse mal hier jetzt. Moment mal. Eine Lampe, die macht sich ja. Wird selbstständig. Das hat sich auch bald erledigt. Es kommt dann auch eine neue her. Das wäre dann eine schöne Ringlampe hierher.
Wieder 2400 Geld. Okay. Kampfbericht. Daten, die während eines Kampfes gegen eine andere erhoben werden, wurden. Darunter befinden sich Daten über andere, die noch nicht erforscht worden sind. Unglaublich wertvoll. Wenn man die verkaufen, kann man die auch noch lesen. Tauschbörse annehmen, habe ich gemacht. Haben wir alle angenommen. Okay. Raus hier. Kommt bestimmt doch ein schöner, fetter, großer Boss. Jo, geht schon weiter. Hält dir die Augen offen, okay? Gleich geht's los, ja. Sieht aus wie eine schöne Arena. ここが怪異予報の出たポイントだよ。ここに来るまでにも怪異にあったけど。いや、怪異予報が出た場所にはもっとうじゃうじゃいるはずなんだけどな。渡る。周囲の怪異の様子はどうだ。予報が出た場所とは思えませんね。何かの間違いかな。それに予報の出た場所にしては通信がクリアですね。 今、怪異症の予報情報を再確認。どうした？渡る。隊長、囲まれてます。上か。え？あれ、怪物軍？おい、渡る。俺たち以外にも派遣された隊がいるのか。ダメ。ジャミングされてる。多分。あいつらのせい。 瀬戸、俺はまだ信じられない。あなたがあんなおぞましい研究に加担しているとは。ゲンマ、何を言っている？それはとぼけているのではなく本当に知らないのか。だとしたら今は抵抗せず一緒に来てもらえないか。ゲンマ、命令に反するのか。カレン連隊長の理想に準じる気がないならお前も。 ユイト、瀬戸さん、なぜ瀬戸正体がここに。キョウカ、フォローを頼めるか。ここから離脱したい。そうね、味方同士で戦うなんて馬鹿げてる。ゲンマ、一緒に来い。お前が何を吹き込まれたのか教えてくれ。いや、しかし、周りの怪抜群は僕らが引きつけます。 彼らもセプテントリオン2人を敵に回して勝てる自信はないでしょう。俺が相手でも同じことが言えるか。兄さん、ルカ、やはり来るんだな。 みんな、兄さんは僕に任せて。甘い。まとめてかかってこい。相手をしてやる。 嘘、本当に彼連隊長と戦うの。怪物がナンバーワンで、プレイヤーだね。力を貸してくれ。こんな展開になるとはね。花見ちゃん、しっかりしな。どんな攻撃が来るか分かんねえぞ。ザコがいくら群れても俺は倒さない。連隊長、どうして俺たち攻撃を。全部あなたが仕組んだのか。ごめん。ゲンマに何を言った。 ほへつ。これに答えたところで、貴様の運命は何も変わらないだろうよ。止められるか。甘い。
Oh shit, ey, was sollten wir den vielleicht überhaupt nicht besiegen können? Naruhodo. Konkai wa sukoshi chigau na. Daga. Scheint ein richtiger Badass zu sein, ne? Mazui. Mina yoke. Nagi kriegt er irgendwie immer auf die Fresse, kann das sein? Übersetzt, wir hatten von Platoon getrennt. Sind wir schon 12, verstehe es auch nicht. Das ist echt kurios, was jetzt hier abgeht. Beim greift die SSA. Die AAS. SSA. Beim uns jetzt an. Wieso? Wir gehören derselben Einheit an. Ich raff das auch gerade nicht. Bin ich eigentlich mal gespannt, was da jetzt hintersteckt, warum die uns jetzt angreifen. Reden mit dir? Mit was wolltest du jetzt gerade angreifen? Mit einer mobilen Flex oder was? Alter, was ist denn los mit den Leuten? Ist trotzdem komisch, warum die uns angreifen. よし。少しは成長できたかな。行くぞ。この調子で行こう。来い。 So hoch. Du wirst hier wahrscheinlich weitergehen. Ja, du kannst ja eigentlich noch weitergehen. Trotzdem ergibt das alles nicht so richtig Sinn. Da jetzt hinterstecken wird. Ich könnte es nicht einmal erahnen. Oh, was ist hier los? Nagi! Schickerisch!
Nao. Nagi! Oi, Nagi! Nate! Ja, tschinga. New Himuka ni chusei o. Nagi! Oh. Yuito. Kai! Was bist denn du? Nanda, Atamaga. Nagi, Dajoka. Yuito, Kasane ni kyoryuk shiro. Nagi wa ore ga hiki ukeru. Hai, Kasane, tanomu. Makasete. Hadeni nureta na. Das ist die Kunst, im richtigen Moment ausweichen. Matsuina. Eine bestimmte Menge Wasserschaden fügt den statisch das Nest durch Nest zu. Du kannst den sicheren Stand verlieren und kannst B nicht mehr einsetzen. Wer im statisch das durch Nest mit Elektrizität angegriffen wird, kann leichter geschockt werden. Na super! Du kommst mir schön hierher. Aber ja. Jetzt Feuer frei. Komm hoch mit dir. So, jetzt haben wir den auf jeden Fall ordentlich einen reingezwirbelt. Mensch, hör doch auf mit deiner Wasserkacke hier. Okay, das ging ja einigermaßen gut, würde ich jetzt mal so behaupten.
瀬戸隊長、重ね、ありがとう。助かったよ。重ね、大丈夫か？え？あ、何？具合でも悪いのか？ずいぶんぼんやりしてたけど。大丈夫よ、気にしないで。それよりユイと一緒にカレンのところへ行きましょう。カレン連隊長のところへ？今の俺たちで勝てるのか？いえ、彼は敵じゃない。でも俺たちを襲ってきたんだぞ。違うのよ、ナオミのことが分かったの。あれは投げ、何をするんだ。問答無用、お前たちを処分する。ネッツァン、ナギ、そにしナギ、そういうことか。ナギ、お前は邪魔だ隊長。当たり前だ、邪魔してるんだからな。ヒュイトを殺せばお前が後悔することになる。ナギ、だったらお前が死ね。Geht denn? Seto Daijo! Nabe! ここにいたのか。生徒さん、ただでは死なないぜナギ。お前も俺の部下だからな。そっちには行かせない。してるのか。大丈夫か、カサネ。ええ。何、これは。あれは、スメラギの門。それにあの格好、伝承のヤクもスメラギみたいな。
Ich würde ja fast sagen, das war der Typ, gegen den wir gekämpft haben, oder? Ich weiß halt nicht so richtig, was ich sagen soll, weil ich im Endeffekt keinen Plan habe, was hier gerade vor sich geht.地震の後でまだ戦おうという意志を持つ奴はいないだろう。地震？ユイト覚えてないの？カレン連隊長に襲われて吹き飛ばされた後、この辺りにものすごい大きな地震が起きたのよ。全然気づかなかった。俺が気を失ってた間か。それにあの空を見ろ。 なんだ、あれは。あの場所に何らかの重力異常が起きているようだ。海抜軍の仲間ががれきもろとも吸い込まれた。中を通ししたけれど何も見えない。近づくのは危険。それにこっちに火の手が迫ってる。今逃げないと間に合わない。わかった。 ゲンマ、一時休戦だ。一旦ここを離れて状況を整理しよう。そうだな。待って、瀬戸隊長のご遺体はこのままにしておくなんて。ね、俺が運ぼう。それじゃ、とりあえず俺たちのアジトに行こう。みんな、ついてきてくれ。 ihn da jetzt aber mitzunehmen ist jetzt nicht so eine gute Wahl. Weil wenn der später wieder alles im Reinen ist, heißt er, wo unser Versteck ist. Aber das wusste er, glaube ich, auch vorher, oder? それに、あの時見えた映像みたいなのは一体？隣の倉庫の奥にある冷蔵室の一部を借りたぞ。瀬戸の遺体を置かせてもらった。ゲンマ、運んでくれてありがとう。いや。ナオミの次は隊長まで。 海抜軍が危険だってことは分かってたけど、でも、そうだな。こんな同士打ちのような形で。同士打ちにはゲンマも加担してた。ゲンマ、知ってるなら教えてくれ。何が起きているんだ。どうしてこんなことになったんだ。全てはカレン連隊長が仕組んだことだ。 カレン連隊長は、ニューヒムカ政府が、スウォー教を中心とした管理社会の構築を目指していると言った。それは、俺が今まで見聞きしてきた現実とも一致した。管理社会？どういうこと？例えば、俺たち超能力者は9割がスカウトで海抜軍に入る。拒否権はない。スカウトには、年1回の国民健康診断が利用される。
当然検診も拒否はできない。町には無数の監視カメラがある。あまり知られてはいないが、カメラには盗聴機能も備わっている。そこから反体制グループが検挙されることもある。これらはニューヒム化の体制の一端に過ぎない。これは公然の秘密だが、海抜軍の仲間にもある日突然人が変わったようになる者がいた。皆体制に批判的なものばかりだったから、何か精神をいじられているのではと噂されている。精神を。Das würde einiges erklären。もしかしてナギもそれなのか。カレン連隊長はこういった国民統制をやめさせると言った。そして海抜軍にいる政府の犬を駆逐すると。政府の犬って、まさか生徒隊長を襲ったのは。そうだ、カレン連隊長は瀬戸が政府の行っている人格矯正に組みしていると言った。証拠も見せられた。だがそれでも俺は信じがたくてな。話を聞くために瀬戸に対峙する役を受け持ったんだ。瀬戸隊長が。いや、瀬戸隊長は凪をこちらに引き止めようとしているように見えた。瀬戸隊長はそんなことしない。そんな人じゃない。待って、つぐみ、そんなの玄馬だって分かってるよ。玄馬が見た証拠はそれだけ説得力があったんだよね。ああ、しかし瀬戸も政府の計画に加担しているようには見えなかった。それにお前たちがカレン連隊長に飛ばされた後発生したあの妙な空の穴と地震だ。あれは尋常じゃない。海抜軍の何人かもあの空の穴に吸い込まれて消えた。それなのにカレン連隊長は反乱計画をやめなかった。それで俺はカレン連隊長にも疑問を持ったんだ。だから俺たちと一時休戦した。そうだ、これは単なる反乱ではない。何かがおかしい。俺はそれを知る必要がある。俺が加担した反乱のせいで瀬戸は命を落とすことになったんだからな。ユイト、玄馬のこと信じるよね。でも玄馬は私たちを信じてくれなかった。つぐみの言う通りだ。もう少し慎重に動くべきだった。ユイト、俺にも真実を知る機会をくれないか。この反乱が何のために引き起こされたのか知りたいのだ。本当に国民統制をやめさせるためなのかどうかを。うん、俺も知りたい。それに空の穴のことも気になる、だからゲンマ、一緒に周防へ行ってみよう。きっと何か手がかりがあるはずだ。つぐみ、納得してくれる？納得できない。でもゲンマが謝るなら我慢する。そうだな、もっと慎重であるべきだった。義憤に駆られて冷静さを欠いていたのは事実だ。申し訳なかった。瀬戸にも謝罪した。もう遅いのだがな。分かった。よし、少し休んだら周防に出発しよう。Tja, ich hätte beinahe gesagt, vorher mal überlegen und dann handeln. Weil ich nur. Erfreulich mit ihr zu arbeiten. Es bringt nichts, jemanden im Team zu haben, auf den wir uns nicht verlassen können. Du musst jetzt Taten sprechen lassen. Ich freue mich schon darauf, mit dir zu arbeiten. Ja, hoffentlich wird das nicht wieder eine Finte. Greif uns Cinderux an. Glaube ich nicht, aber hätte dann wahrscheinlich doch vorher mal ein bisschen handeln sollen. Ach nein.
Skrillokinese. Ah, Skrillokinese, okay. Tja, ich würde sagen, dann machen wir der Folge auf jeden Fall erstmal Cut. Es geht gerade ganz schön. Wir wissen, also wir kriegen Informationen. Ach, sag mal, was ist denn heute los? Wir kriegen auf jeden Fall immer mal Informationen und müssen wir erstmal schauen, da uns mal wieder ein bisschen mehr reinzufuchsen. Vor allem müssen wir auch schauen, wie der ganze Spaß hier weitergehen soll. Der Captain ist tot, die Schwester von Dings ist tot, also. Tod weiß, wissen wir nicht. Sie ist ja in so ein anderer verwandelt worden. Ob sie jetzt tot ist? Schön wäre es natürlich, wenn nicht. Inama oder wie sie hieß. Warte, das interessiert mich kurz. Von, wo war es denn? Ausrüstung? Nein. Geschichte, nein. Charaktere von Kasane, die Schwester, genau, Naomi. Genau, von Kasane, die gute Naomi, die wurde ja in so ein anderer verwandelt. Ob wir sie hoffentlich zurückholen können, das steht ja noch in dem Stern. Aber auf jeden Fall würde ich sagen, es nimmt doch gerade schön Fahrt auf und es wird gerade echt verdammt mega interessant. Von daher hoffe ich, dass sie auch dran bleibt. Wir werden es auf jeden Fall noch eine Weile durchziehen. Natürlich irgendwann aus dem Ruder läuft und mega langweilig wird, vielleicht mal den ganzen Spaß ab. Aber ansonsten würde ich sagen, ich habe es erstmal wieder ins Petto genommen und dabei bleibt es auch erstmal. Wir schauen auf jeden Fall, aber ich denke mal von der Story her, es wird halt mega interessant für den einen oder anderen, der jetzt einen neuen Anschluss braucht. Die anderen Folgen sind natürlich in der Playlist zu finden, das ist natürlich klar. Ansonsten wünsche ich euch auf jeden Fall einen wunderschönen, prächtigen Tag. Macht es gut. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge und bis später. Ciao, ciao.